Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Black Desert. Letztes Mal haben wir endlich wieder angefangen, ein bisschen zu questen und das setzen wir fort. Da wird mal wieder ein bisschen Action kommen. Ich schätze mal, der wird uns jetzt hier quer durch die Goblins allen jagen, vielmehr, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Also, der hat hier die Gegenstände gesammelt und was für eine lausige Verarbeitung. Er beschwert sich auch nicht. Na gut. Wir brauchen einen Kristall. Eher Angriffskraft oder Genauigkeit? Komm, wir haben einen Ring mit Genauigkeit letztes Mal bekommen. Wir nehmen Angriffskraft. Zack. Und dann können wir die Fusion uns auch anschauen. Aber ganz ehrlich, wir kriegen relativ bald eine neue Waffe. Insofern machen wir das nicht jetzt, sondern bald. Keine Macht, den Goblins. Die Goblins haben sich nicht anmerken lassen. Wir müssen rabiater vorgehen. Werft die Kessel um, reißt die Wachtürme ein. Und was sollen diese lächerlichen Skulpturen? Weg damit. Okay. Gut, machen wir. Kessel, Riesenskulpturen und Wachtürme. Geht klar, Chef. Geht klar, Chef. Da hätten wir einen Kessel. Tja, irgendwas sagt mir, dass... jetzt drücke ich schon wieder Q, obwohl ich nicht im Kampfmodus bin. Also, Q. Machen wir so. Dann sehen wir ein bisschen was. So, laden wir das anständig auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier... Bin ich das Wiesel? Ich will den Kessel. So, da. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier... Boah, alter Vater. Eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss ja auch so ein bisschen in Bewegung bleiben. Das muss ich auf jeden Fall üben als Bogenschütze. Ich fand, das war jetzt nicht ganz verkehrt. Auch wenn der Schaden, naja, ne? Sicherlich optimierbar war. So, wie viele Kessel müssen wir denn machen? Ich sehe es gerade gar nicht so richtig. Zwei, wenn ich das jetzt richtig erkannt habe. So, dann da die... Ich glaube, diese Skulpturen sollen wir wegballern. Mit dem Bogen. So. Oh. Habe ich dem doch eine reingedrückt? Interessant bei Q ist, dass man selbst noch... Dass man selbst noch dabei ein bisschen zurück... ein bisschen zurückversetzt wird, nicht nur der Gegner runtergeschlagen wird, nicht nur auf den Boden geschlagen wird, sondern man selbst auch noch einen Satz nach hinten macht. Ist wahrscheinlich nicht ganz unpraktisch. Oh, Kessel. Komm, aber das ist doch wieder so. So und... Das macht Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es gibt später noch einen Talent-Skill, der es macht, dass... Wunderbar. Der es macht, dass bei diesen Ausweichschüssen, die ich da mache, diesen seitlichen Bewegungen, dass bei diesen zusätzlich noch mehrere Pfeile abgeschossen werden. Den sollte ich mir unbedingt mal anschauen. So, das hätten wir auch. Jetzt brauche ich noch Wachtürme. Das waren, glaube ich, diese Riesendinger da. Dumpti-dumpti-dumpti-dumm. Sieht man irgend da? Ist was Orangenes. Das da, genau. Das da ist ein Wachturm. So. Haben wir auch. Was ist denn das hier? Gewöhnlicher Topf. Ein leerer Topf. Wow. Da gehört schon was dazu. Da gehört schon Wissen dazu. Das ist schon erstaunlich. So, ich schätze, gleich dürfen wir uns mit diesen hier rumschlagen. Die werden noch putzig werden. Also, komm mal.
Dann, was sollen wir jetzt machen? Ha, seht ihr jetzt die Angst in ihren Augen? Gewalt ist immer der beste Weg, um für Angst zu sorgen. Dann werden sie euch... Irgendwas hat mich angegriffen? Du. Du, Penner, hast mich angegriffen. Ist das dein Ernst? Tschüss. So. Und, komm. So, hauen wir noch weg, die Pfeile. Irgendwie das mit Rechtsklick abbrechen funktioniert nie bei mir. Ich weiß auch nicht, was da los ist. So, komm. Wiesel. Ich glaube, hier können wir jetzt in Ruhe mit ihm reden. Komm schon. Also, dann werden sie euch nie beißen. Ja, so ist es. Abgeschlossen, da kriegt man einen schönen neuen Ring. Die nächste Quest. Jetzt müssen wir nur noch die stärksten und klügsten Goblins ausschalten, um ihre Moral endgültig zu brechen. Das sieht Wiesel genauso. Mach ich. Und dafür legt man den noch an. Die Schuhe sind angeblich besser. Ich hatte auch noch gar keine. Ja, das erklärt so einiges. Also, was müssen wir ausschalten? Goblin, Robiane und Schamanen. Ich habe hier so noch so eine Leuchte am Schreibtisch an, die blendet da so drüber. Bisschen unpraktisch, gebe ich zu. Ich konnte das gerade gar nicht richtig erkennen. So, da oben ist was Orangenes. Das ist so ein Grobian, glaube ich. Schätze ich jetzt mal so. Na komm. Zwei Aufladungen und dann... Den hätten wir. Und dann noch gucken, wo wir noch weitere haben. Hier sind gerade noch ein paar andere am Questen. Akrobiane gibt es genug. Es wird wohl eher wieder Probleme geben, die Schamanen zu finden. Wenn ich mich richtig erinnere, war es das letzte Mal auch. Na super. Los. Lass das. So. Was ist mit dir? So, haben wir auch. Okay, also jetzt müssen wir noch irgendwie die Schamanen finden, aber das sollte hoffentlich ja irgendwie möglich sein. Du bleibst einfach friedlich, ja? Dann tue ich dir auch nichts. Schade, es könnte auch mal wieder so eine Rüstung rauskommen. Oder noch besser eine Waffe. Hätte ich auch nichts gegen. Bin nämlich ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden mit dem Schaden nach wie vor. So, also hier in diesem Kreisel haben wir auch unscheinlich keinen Schamanen. Zwei Stück brauchen wir. Da oben ist noch ein Kreis. Aber dazwischen sollte ja eigentlich auch noch ein bisschen was sein. Ich schaue jetzt eigentlich mehr auf die Karte da oben als unten auf den Weg, wo ich hinlaufe. Da... Schamane, na du? So, Nummer 1. Na toll, dich kriege ich doch da nicht raus. Ja, das war bestimmt voll intelligent, was ich hier gemacht habe. Gut, doch, macht mir Spaß. Oh, den habe ich auch an der Backe. Ich glaube, jetzt habe ich so langsam ziemlich alles hier an der Backe, kann das sein? So, den auch noch. Sonst noch jemand? Ich glaube, irgendwas bewirft mich noch, ganz ehrlich. Irgendwoher kriege ich noch Stunk. Oder? Ah, das könnte auch erledigt sein. So, hier noch. Oh, siehste, da haben wir doch neuen Bogen. Juhu. Oh, Platz. Wo kann ich hier? Ich müsste mal. Wo ist denn die Toilette? Hier müssen wir runter. Da ist ein Weg. Und pack mal die Waffe mal weg.
Machen wir uns hier lieber schnell durch. So, auf zum Weg. Und ich hoffe, dann werden wir da nicht so sehr angegriffen. So, hat gerade mit Weltenbummler zugegebenermaßen relativ wenig zu tun. Aber wir müssen auch mal wieder vorankommen. Das war mein Stuhl, falls. Ja, das, der macht wieder Krach. Super. Also, Handschuhe abgeschlossen. So, und dann können wir jetzt nämlich auch Fusion machen. Den neuen Bogen haben wir drin. Und dann machen wir den Kristall da rein. Machen wir ja. Und dann ist das auch schon erledigt. Nächste Quest. Ihr wisst schon, wer die schwächsten Gegner sind, denen ihr euch je gestellt habt. Ja. Ich bin stets auf eurer Seite, doch ihr seid geschwächt. Um voranzukommen, braucht ihr mehr Energie. Tötet die Goblins. Okay. Helme von denen und Masken von jenen und überhaupt. So, das ist schlechter, hat allerdings Lebenspunkte dazu, wie ihr seht. Das heißt also, ich nehme das mal. Rüstung ist da jetzt nicht ganz so wichtig. Hier der Bogen ist deutlich besser. Ja. Na dann, bin mal gespannt, wie sich das so darstellt. Ach hier, also mir im Endeffekt wahrscheinlich kann ich wieder alles töten, wenn ich das so sehe. Gut, machen wir das mal so. So, erstmal du. Wir sind jetzt da unten jetzt. Geh doch weg. So, den haben wir. Questziel teilweise abgeschlossen. Brauchen wir die auch wieder? Die brauchen wir auch wieder. Dann gib ihm. Oh, den brauchte ich jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Wäre noch schön, wenn es... Mit dem Fokus, da habe ich noch so ein bisschen Probleme. Muss ich noch mal ein bisschen schauen. Es ist so, dass wenn da jetzt eine Gruppe ist und man möchte wirklich gezielt einen davon angreifen, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil das Fadenkreuz durch das Ausweichen natürlich auch immer springt. Und dann weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das richtig mache, dass ich da dann nicht so eine ganze Gruppe rumhaue. Das ist, sag ich mal, hier bei denen noch relativ egal. Aber ich schätze mal, es wären wohl auch noch... werden wohl auch noch andere Gegner kommen, wo das dann nicht mehr so ganz egal ist. Komm, hab noch Energie übrig dann. So. Dann machen wir das noch. Insofern muss ich mal schauen. Da hat wohl jemand aus meiner Freundesliste Level 35 erreicht und dann gibt das so eine Art Meldung bei mir. Das heißt so eine Art. So. Ist auch ganz interessant. Beglückwünsche diesen und jenen. So, den hätten wir. Was brauchen wir jetzt noch? Schilde der ganz normalen Goblins. Oh ja, gut, dann machen wir das doch. Oh, ein bisschen Energie. Bäm. Die macht mir schon Spaß, so ist es nicht. Die Rangerin macht schon Spaß. Irgendwas bewirft mich, oder? Du? Nö, keine Ahnung. Huch, wo kommst du denn her? So. Kampftalentpunkt erhalten, wunderbar, das freut mich. Wir brauchen immer noch... Ach nee, Hammer der Goblin-Dinger da. Hier, dieser... Was ist mit denen eigentlich? Irgendwie habe ich die ja auch noch offen. Erstaunlicherweise.
Ja. Das ist doch schon wieder so ein scheiß Video. Das gibt's auch gar nicht. Aber? Oh, schade. Ist zu weit weg. Dann du. Und du. Das mit dem Video ist ja echt komisch. Warum geht das da jedes Mal offen, wenn ich irgendwie was drücke? So, teilweise abgeschlossen. So, wir müssen noch immer von diesen Goblin-Dickies da die Hämmer holen. Diese komischen Schafskopfhämmer, die wollen wir haben, oder wie? Können wir doch gar nicht tragen. Auch nicht. Hier liegt er, ja. Hier, da, da ist er. Und? Nimmst du nie mit? Nicht gut genug, oder wie? Das gibt's doch gar nicht. Ah, doch, doch. Zwei von drei haben wir. Machen wir jetzt hier nochmal so einen rein. Jo. Wenn man mal anfängt, kann man eigentlich auch gar nicht mehr aufhören. Oh toll, und dann kriegt man noch Akku von allen Seiten. Na toll. Du Dicky. So, noch irgendjemand? Alter, gehen wir mal einsammeln. Okay, ich krieg hier die ganze Zeit aufs Maul, ich sehe schon, aber ich will jetzt erstmal einsammeln, ehe das hier despawnt alles. Das ist ja nämlich auch schon passiert, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und dann müssen wir eh gleich nochmal aufräumen. Sollen wir nochmal aufräumen? Komm, wir räumen nochmal auf. Du bist ein bisschen langsam, du Schamane. Was ist das? So macht man das. Der Goblin läuft auch noch voll an die falsche Stelle, wo ich vor gefühlt 5 Minuten stand. Aber der Schamane hält aus. So, tschüss. Noch einer? Komm du. Ich will jetzt nicht schon wieder 5 hier aktivieren. So, komm, das schießt mal in den Boden. Gut ist. So, einsammeln. Dann zack und zack. Und du lässt mich in Ruhe und ich lass dich auch in Ruhe. So, unser Goblin will wieder, nicht unser Goblin. Unser Geist will wieder was von uns. Er penetriert uns hier aber auch. Das ist unglaublich. Also. Nur Stress die ganze Zeit hier. So, abgeschlossen. Nein. Halt, das war wiederum nicht das, was ich wollte. Ein beschlagener Ring, den habe ich bekommen. Das Gespräch wollte ich nicht beenden, ich wollte zurück zur Quest. So, Quest, Meister der Tarnung. Moment, spüre ich da etwa einen Menschen unter den Goblins? Wie kann das sein, was der hier wohl zu suchen hat? Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Finden wir ihn. Alles klar. Tja, was macht der Ring? Schlagender Ring. Der grüne, den kann man, glaube ich... Mann, mein Stuhl quietscht. Warum? Moment, ich muss mich mal... Das quietscht jetzt. Ich muss den ölen. Das gibt's ja gar nicht. Ich hoffe, dass... Wenn ich das aber so sehe, wie das hier ausschlägt, mein Ton, dann hört man das. Na super. Brior-Helm. Immerhin, macht er Erfahrungspunkte dazu. Was ist jetzt mit dem Helm? Habe ich den...
abgelaufen. Kann ich den anzeigen? Das ist nur Helm. Kann ich den irgendwie... Mund und Kinn, Auge, Kopf und Ohren? Keine Ahnung. Aber den Helm zeigt sie nicht an hier. Obwohl ich jetzt, sag ich mal, irgendwie auch so eine Art Kapuze oder was das ist. Ich krieg's gar nicht so richtig erkannt. Schade. Gut, also der Ring ist jetzt nicht unbedingt besser als das, was wir haben, beziehungsweise sehr ähnlich. Den Bogen müssten wir auch dann mal verkaufen, beziehungsweise kann man die ja wohl auch irgendwie auseinandernehmen. Müsste ich mir auch nochmal angucken. Ich glaube, das konnte man einschmelzen oder so. Warte mal, das probieren wir gerade mal. Mann, erhitzen. So. Nee, erhitzen war es nicht. Kochen. Chemie. Sieben, trocknen, hacken, malen. Schütteln, was das ist, weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, es wäre erhitzen und dann könnte man auch so Schwerter oder sowas da rein tun, aber ist nicht. Dann vielleicht nicht. Also, wir müssen den getarnten Menschen finden, der sich als Goblin hier irgendwo tarnt. Machen wir uns da halt hin. Ach ja, endlich mal wieder ein bisschen laufen, obwohl, wie gesagt, man kann es kaum. Kann man das? Nö. Okay. Ich dachte, da könnte man was zerballern oder irgendwas rausholen. Das gibt es ja auch häufig genug. Ah, ja. Endlich mal wieder Weltenbummler. Oh, jetzt machen wir Weltenbummler. Ja, ja. Gut, wo sind wir denn hier? Hier ist auch noch so eine Farm. Kennen wir bisher auch noch nicht. Was ist denn hier los? Platz. So, Kartoffeln könnte man ernten, will ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Hier ist Wissen. Guten Tag. So, wir sind zum ersten Mal. Ja, dies ist der Finto-Hof. Ich bin hier, um zu arbeiten. Ja, dann mach das doch. Gespräch bringt uns nichts. Da gibt es einen Freundschaftsladen. Den kenne ich auch noch nicht so ganz. So. Also Freundschaftsläden gibt es irgendwie immer wieder. Aber was man mit denen wirklich anfangen kann, weiß ich auch noch nicht. Hier gibt es auch noch eine Crafting-Quest. Ist ja wohl nicht wahr. Was hat die an Crafting? Ach du Gott. Sammeln. 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 Wow. Oh. Später. Später. Erst letzte Folge haben wir es angekündigt. Jetzt machen wir endlich mal wieder ein bisschen mehr auf Questerei. Du sammelst wohl. Machen wir endlich mal wieder ein bisschen mehr Questerei, dass wir mal ein bisschen vorankommen. Und dann kann ich nicht nur nach einer Folge schon wieder. Es wird dramatisch. So, was haben wir denn hier? Postenverwaltung. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Schnell, tun wir so, als würden wir kämpfen. Es hat einen ganzen Tag gedauert, um mich so zu verkleiden. Deswegen werde ich nicht gehen, bis ich erfahren habe, was die Goblins treiben. Du siehst super aus. Ihr habt wohl keine Angst vor den Goblins, wenn ihr euch hierher getraut habt. Ich tue dies für die Stadt, aber es ist seltsam, dass ich den Goblins nun näher stehe. Gut. Ihr wisst schon, also das brauchen wir nicht hier. So, da Koop, Platz für den Häuptling. Ich war auch nicht gerade untätig, während ihr mit den Goblins gespielt habt. Die Beschwörung von Giat, dem Häuptling der Goblins, ist bereit. Suchen wir zunächst einen ruhigen Ort auf, wo wir ungestört sind. Na toll. Ich weiß genau, welcher das war. Dieser Giat, der hat uns eingeheizt und das schon zu zweit. Ich freue mich. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht so ein Level noch versuche, irgendwie über Goblins so zu machen. Ich komme, wir gehen da schon mal hin. Und dann farmen wir mal noch ein paar Goblins weg. Vielleicht kriegen wir noch ein Level bis dahin. Es ist so, dass man in diesem Spiel wirklich auch immer mal wieder grinden muss. Das geht nicht anders quasi, damit man immer wieder auf den nötigen Level kommt, um
um dann auch halbwegs unbeschadet aus den Kämpfen hervorzugehen. Oh, hier haben wir auf einmal einen Hügel im Weg. Komm, holen wir uns hier durch. Müssen wir doch außen rumlaufen? Moment. Es geht wirklich. Ah, ne, ist der Steinbruch. Hier, da, den. Platz für den Häuptling. Ich habe die falsche Quest angehabt. Super, gratuliere. Ganz toll gemacht. Balenoswald, immerhin. Wir haben noch was entdeckt dafür. Hui. Hui. Mein Pferd habe ich übrigens in der Stadt stehen lassen. Er hat aber auch den Grund, dass ich gerne die Ausdauer leveln würde, denn das ist ja immer, wenn man zu Fuß unterwegs ist und nicht mit dem Gaul, dann bekommt man Erfahrungspunkte hier. Und die sollte man schon mitnehmen. So, schauen wir mal, was haben wir hier denn? Na, guck mal, der gibt noch Erfahrungspunkte. Machen wir mal hier. Ah, komm. Und wenn ich das so sehe, haben wir das auch dringend nötig. In diesem ganzen Ausweichen haben wir es im Grunde genommen schon so, dass wir bei so einem Bosskampf relativ sicher sind. Im Vergleich jetzt dazu, wenn man beispielsweise allein als Tamerin unterwegs ist. Das stelle ich mir extrem schwer vor, muss ich sagen. Das stelle ich mir wirklich extrem schwer vor, weil da muss man relativ nah ran und hält relativ wenig aus. Hier kann ich wenigstens Abstand halten. Halt zwar auch nichts aus, aber wenn ich es halbwegs hinkriege, dann dauert es halt nur notfalls ewig. Aber ich sollte es überleben, auch einen entsprechend harten Kampf. Sprach er und wird gleich sterben wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Alter, die halten aus. Beziehungsweise ich mache so wenig Schaden. Das ist unglaublich. Und looten tue ich auch nichts. Nur noch ich. Was? Es wurde der Titel. Was war das? Erleuchtet von Goblins oder was? Wahrscheinlich, weil ich so ein großes Wissen hier mittlerweile angehäuft habe. Habe ich den da oben auf seinem Aussichtsturm jetzt auch mit erledigt quasi. Ist ja auch interessant. So, dann laden wir uns mal ein bisschen Kampfpunkte auf. Huch, den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch den Turm. Geben die auch Erfahrungspunkte? Mal oben schauen. Ja, ein bisschen. So. So, du. Mir fehlt so ein bisschen der AOE, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir können das mal machen, komm. Zack, zack. Das Wiesel wollte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Komm, wir machen hier mal. Räumen wir mal ein bisschen auf. Hey, sag mal. Mann. Das ist wirklich teilweise ganz schön stressig mit diesem blöden Video da unten. Ich muss das unbedingt mal schauen, wo man den Mister ausschaltet. So, den haben wir auch. Und auch mal. Das ist immer, wenn ich auf die 1 komme, statt auf Q aus Versehen. Das sieht mir auch gar nicht übertrieben häufig. Zum Glück. Ja, zum Glück habe ich meine Hand total unter Kontrolle und weiß, was ich tue. Voll der Mega-Loot. Na du, dich nehme ich mit. Und hier hauen wir jetzt mit Q rein. Hauptsache es rumst. So, dann haben wir da wieder ein paar. Wie gesagt, zum Glück gar nicht übertrieben. Oh. Mach dich! So. Hihi. Krieg aufs Maul, super.
Oh Mann, schon wieder. Mann, 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 Mann. Hallo. Guten Tag, ich bin nur mal auf den Sprung vorbei. So. Den Dicky, da haben wir die ganze Zeit an der Backe. Er ist zum Glück so lahm. So lahm, wie er aussieht. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, an dem bin ich gerade eben schon vorbeigesprungen. Er interessiert sich aber zum Glück reichlich wenig für uns. So. Ja, ja, ja. Also so das Grinden, das dauert aber auch, ne? Also wir sind jetzt vielleicht hier nicht unbedingt in der besten Gegend dafür, muss ich sagen. Weil die Goblins doch alle weitestgehend grün sind, bis auf die Dickies. Oh, wir machen nämlich Folgendes hier. Wenn wir schon die kleinen Dinger haben, hauen wir sie uns auch mal rein. So. Ja, schön. Aber, also, ja, so ein Level mal eben zu grinden, ja, ne, ist, da muss man schon wiederum sehr fleißig sein. Weil wie gesagt, die sind grün, die Gegner. Ich glaube, ganz ehrlich, wir lassen das mal. Wir lassen das mal an dieser Stelle. Hm, wobei. Das war jetzt einfach zu verlockend. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich konnte nicht anders. Wo ist denn hier? Da ist noch. Da ist der Kollege. Was machst du denn noch hier? Hallo. Hier. Es macht schon Spaß als Ranger, weil man da so wild durch die Gegend hüpft. Ich stelle mir das im PvP irrsinnig nervig vor, gegen einen Ranger antreten zu dürfen. Vor allen Dingen, wenn er die Charakterklasse besser beherrscht als ich. So, jetzt haben wir zwar keinen ganzen Level gemacht, haben aber ein bisschen gegrindet immerhin. Ein bisschen was kam hinzu. Hier wäre jetzt... Ach, ist doch erst der zweite Boss. Der ist ja gar nicht so schlimm gewesen. Das war ja der Lushi-Boss hier, jetzt erinnere ich mich. Der war gar nicht so schlimm, aber naja, solo sieht das vielleicht auch wieder ganz anders aus. Also ist ja noch gar nicht der eigentlich Heftige. Aye, na gut, also trotzdem werden wir den natürlich in der nächsten Folge dann machen. Und dann, ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, was... Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Lieber gemütlich hier durch die Gegend laufen und erstmal die Quest beiseite lassen und... in Richtung Heidel beispielsweise aufbrechen und die Gegend dort ein bisschen anschauen, weiterhin sammeln gehen. Dabei erkundet man ja auch immer wahnsinnig viel. Ist ja gut, habe ich ja verstanden mit dem Beschwören. Dabei erkundet man ja auch immer wahnsinnig viel. Also ich bin gespannt auf die Kommentare. Wieder mehr zurück zum Weltenbummler oder erstmal Quest und dann zum Weltenbummeln haben wir immer noch viel, viel Zeit. Also es wird auf jeden Fall kommen, so viel kann ich sagen. Das ist jetzt nicht ausgefallen oder weg, sondern das ist nur erstmal, dachte ich, ein paar Level zu haben und ein bisschen weiter voranzuschreiten im Land, dass man dann auch mehr zum Entdecken hat. Das war so mein Hintergrundgedanke. Also ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao.